Heute ist im keltischen Baumhoroskop der Apfelbaum dran und damit begrüße ich euch alle herzlichst. Der Apfelbaum steht unter dem Begriff die Liebe. Das Horoskop gilt für die Geburtsdaten vom 23. Dezember bis 1. Januar und vom 25. Juni bis 4. Juli. Die unter dem Zeichen des Apfelbaums Geborenen glauben an das Gute der Menschen. Ihre Seele leuchtet. Sie leben und lieben die Harmonie und reifen in der richtigen Umgebung zu einem charismatischen Menschen. Der Apfelbaum sticht wie sein Baum zwischen anderen positiv hervor. In unserer heutigen unpersönlichen Welt wird ihre Liebenswürdigkeit immer wieder zurückgedrängt. Deshalb wird der Apfelbaumgeborene gefordert, seine Gefühle, Ideale und Werte zu erhalten und zu bewahren. Positive Eigenschaften sind ihre Gedankenvielfalt und Kreativität, wie auch das emotionale Vermögen, gefühlsvoll und realistisch helfen und zu handeln. Durch ihr Verhalten bringen sie Ruhe und Frieden in ihr Umfeld. Apfelbaummenschen haben auch Probleme, die sie immer wieder stellen. Die müssen sie immer wieder zurückstellen, wenn sie gefordert sind. Das ist ihre Schwäche, weil sie ihre Fähigkeiten und immensen Energien nicht nutzen. So kann es passieren, dass ihr Gemüt verkümmert und das Verhalten zerstörerische Züge bekommt. In der Liebe benötigen sie einen absoluten, liebevollen Partner, der die Vielfalt vom Apfelbaumgeborenen erkennt, damit er ihn bedingungslos unterstützen kann. Wenn das geschieht, wird der Partner mit liebevoller, bedingungsloser Liebe beschenkt. In der Gesundheit muss der Apfelbaummensch auf Magen und Darm wie auch auf seine Haut achten. Ja, das ist also der wunderschöne, starke Apfelbaum, aber auch sehr empfindsam. Das nächste Video handelt vom letzten Baum im keltischen Horoskop und es ist die Buche. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.